Klaus, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte zuerst. Du musst jetzt die Hände von Hennis spielen. Der darf seine nämlich nicht mehr benutzen. Oh. Die gute, es hätte auch einen anderen Körperteil treffen können. Ja, allerdings. Und Tätchen, du interviewst Hennis. Der ist nämlich ein großartiger Erfinder. Der hat allerdings vergessen, was er erfunden hat. Kommt also bitte in die Mitte. Okay. Die Frage ist jetzt, dafür musst du allerdings erstmal die Kopfhörer aufsetzen, Hennis. Das wäre ganz lieb. Wir brauchen jetzt natürlich, die Frage muss geklärt werden, was hat Hennis erfunden? Und dazu brauche ich von Ihnen zuerst einmal ein Fortbewegungsmittel ohne Motor. Bobbycar, Bobbycar ist sehr schön, wir nehmen den Bobbycar. Und dann brauchen wir jetzt noch ein Tier vom Bauernhof. Nehmen wir mal von hier. Huhn ist doch auch sehr schön. So, Hennis hat also Bobbycar für Hühner erfunden. Und jetzt kannst du es ihm abnehmen. Wir wissen, worum es geht. Und zu den Kollegen, fängst du ihn bitte ein. Wir wissen, was du erfunden hast. Und, ihr wisst es, ich weiß es nicht. Du weißt von ja nichts. Okay. Aber deine Hände kommen jetzt auch zu dir. Okay. Anna? Professor Hennis? Mhm. Ja. Wir freuen uns, dich in dieser kleinen Runde begrüßen zu dürfen. Tete, ich übergebe an dein kleines Wissenschaftsmagazin. Herzlich willkommen, Herr Professor Hennis, in meiner Sendung Innovation des Landes. Guten Abend. Guten Abend. Sie haben aber einen festen Händedruck. Herr Hennis von Blender, was haben Sie denn erfunden? Ich? Nun, ich habe etwas sehr, sehr Starkes erfunden, was man drehen kann, was man natürlich bewegen kann. Es handelt sich um ein bewegliches, fahrbares Objekt, das ganz toll ist. Das ist ganz toll, ganz, ganz toll. Ja. Und es fährt. Es ist also ein Mittel der Fortbewegung und... Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, dieses zu erfinden? Man kann ja sagen, das Fahrzeug. Ich habe Sachen gepickt. Ich habe. Moment. Augenblick. Moment. Ich habe Tiere beobachtet, mit meinem Fernglas. Ja, mit meinem Fernglas habe ich das habe ich eingestellt, das Fernglas, und habe Tiere beobachtet. Es waren Enten. Enten waren es am Anfang. Ja, dann waren Enten, aber Enten waren mir zu. Ah, Mann! Enten waren mir zu. Enten waren mir zu nervig, sie haben mich gepickt, diese Tiere haben mich gepickt und sind mir so auf den Nerv gegangen, es waren Tauben, naja. Nein, auch nicht, es waren auch keine Tauben, es waren Spechte, Fliegende, Ameisen, Bären, Papageien, Pelikane. Haben Sie auf Tiere keinen Bock? Sie haben wahrscheinlich die Hühner gesehen und haben dann keine Lust mehr auf diese Tiere gehabt und haben gedacht, bloß schnell in den nächsten Grill. Und genau, ich bin ornithologisch etwas herausgefordert und ich habe gedacht, ich erfinde etwas, mit dem diese Hühner gen Süden fliegen können, fahren können mit ihrem neuen Huhn. Ich habe seit einigen Tagen dieses Ekzem an den Beinen. Sagen Sie... Die Hühner fahren selbst in diesem Gerät. Was fährt? Sagen Sie, bedarf es denn einer besonderen Konstruktion? Sind die Beine der Hühner denn lang genug? Die Beine der Hühner, jetzt, wo Sie es sagen, die sind natürlich viel zu kurz. Die Beine sind viel zu kurz. Dazu braucht man natürlich etwas, eine Art Verlängerung für die Hühnerbeine, ja? Sogenannte Hühnerstelzen, mit denen die Hühner dann auch an die Pedale kommen. Ja, die Pedale sind ja jetzt... Stell dich jetzt mal so in den Raum. Sie kratzen, sie jucken, sie machen Sachen, die Hühner eigentlich... Mein Huhnfahrrad.
Mein Huhnfahrrad war leider ein Misserfolg und deswegen. Das haben Sie ja letztes Jahr schon vorgestellt. Habe ich ja letztes Jahr schon vorgestellt. Darum ging es ja nicht. Dann habe ich gedacht, nehme ich 3 Räder. Funktioniert auch nicht. Hat ja auch nicht funktioniert. Jetzt haben Sie sich auf 4 Räder spezialisiert. Das ist mehr so ein Huhn-Auto, ne? Ja, so ein Huhn-Auto kann man sagen. Tolles Huhn-Auto. Tolles Huhn-Auto. Sie haben ja diese Huhn-Strecken, weil Sie sonst ja nicht auf den sonst zu kurze. Es ist ein Hühnergeländewagen. Naja, geländetauglich würde ich ihn nicht unbedingt nennen, aber. Man nimmt die Beine der Hühner ab. Ja? Und aber dann kommen sie doch gar nicht mehr voran. Ja, und zieht sich dabei auch noch die Jacke aus und. Aber wie sind Sie denn, darauf gekommen? Waren Sie in England im Urlaub und haben mit einem Polizisten geredet über dieses Problem? Mit einem Bobby. Zum Beispiel? Mit einem Bobby, ja. Ich habe noch Jetlag, weil ich war ja in England und die eine Stunde Zeitverschiebung geht. Macht ja einiges. Ich muss mal gerade meine Brille mal eben noch zurechtrücken. Ja, danke schön. Es handelt sich um Hühner Bobbycars. Ja! Ha ha ha!